Was am 22. Februar 2016 mit dem Spatenstich begann, wurde nach 21-monatiger Bauzeit das neu errichtete Haus am Kirchfeld. Mit einem großen Festakt samt Tag der offenen Tür wurde das Haus am Kirchfeld mit der Swarovski-Musik, der Rettenberger Schützenkompanie Wattens-Wattenberg, einer Aborderung der Wattner Rettung und Pfarrer Dr. Sylvain Mokolom Bangui eingeweiht. Der Herr sei mit euch. Heute eröffnen wir ein Pflegeheim, welches den modernsten Richtlinien der Altenpflege entspricht und mit hochwertigsten Materialien ausgestattet ist. Das Haus am Kirchfeld hat 60 Pflegezimmer, welche im sogenannten Stubenmodell angeordnet sind. Sämtliche Zimmer befinden sich in den zwei Obergeschossen. Und bei dem umgesetzten Konzept geht es in erster Linie darum, das Wohnen in den Vordergrund zu rücken, also das häusliche, gemütliche Milieu weitestgehend nachzuahmen. Es ist sehr beeindruckend, was ihr inhaltlich hier konzipiert habt. Es ist, glaube ich, auf Neudeutsch das Best-Practice-Modell einer integrierten Pflege mit Langzeitpflege, Kurzzeit-Tagespflege und der Andockung, also der mobilen Dienste. Und der Bürgermeister hat es ja erwähnt, Pflege ist ein großes Thema und wir müssen uns da viel Energie einsetzen, um die Pflege in den Gemeinden einfach gut voranzuentwickeln. Und ich denke, dass hier die letzten Jahre auch sehr viel passiert ist. Ich möchte euch, liebe Bürgermeister, und euren Gemeindenräten gratulieren, dass ihr die Kraft, die Zusammenarbeit, die Gestaltungskraft gefunden habt, dieses Projekt, dieses große Projekt anzugehen und auch zu stemmen. Ich darf allen danken, die am Bau, an der Planung beteiligt waren. Und ganz am Ende wünsche ich allen, die hier wohnen und die hier arbeiten, alles Gute und das Beste. Dankeschön. Getragen wird das neue Haus am Kirchfeld von den 7 Gemeinden des Planungsverbandes 20. Neben Wattens beteiligen sich auch Bamkirchen, Fritzens, Kolsas, Kolsersberg, Volders und Wattenberg an den Kosten. Als Obmann des Planungsverbandes 20 kann man wirklich von einem Meilenstein reden, das was man da mit dem Thema Altenbetreuung geschaffen hat. Es freut mich also irrsinnig, dass wir uns dazu durchgerungen haben, das Thema Altenpflege wirklich in unser Ortszentrum zu bringen und damit nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner ein hohes Maß an Qualität zu erzielen, sondern einfach auch durch die ganz sicher stattfindende Frequenz unseren Ortskern weiterhin zu beleben. Ich bin also speziell dem Altbürgermeister Troppmeier mit seinem damaligen Gemeinderat dankbar und froh, dass man sich entschlossen hat, das Projekt anzugehen. Und wie es sich dann herausgestellt hat, dass man das Projekt hier am Kirchfeld umsetzen wird, war ich mehr froh, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die ältere Generation weiterhin im Dorfleben sich engagieren, verwirklichen kann und da mit dabei ist. Und vor allem auch, dass die Bevölkerung aus dem Dorf das Seniorenheim nicht irgendwo an der Peripherie findet, sondern mitten im Dorfzentrum, mitten im Dorfleben. Und das, glaube ich, ist toll gelungen. Wir sind mit 5 Betten an diesem Projekt beteiligt. Das ist für unsere Gemeinde sehr wichtig, weil wir derzeit 5 Personen im Altersheim Wattens schon haben, haben aber nur 2 Betten. Und mit den 5 Betten haben wir insgesamt 7 Betten. Und das ist für unsere Versorgung der alten Menschen sehr, sehr wichtig. Wobei ja froh bin, dass es den Sozialsprengel Wattens gibt, der eine mobile Pflege anbietet. Auch die 24-Stunden-Pflege ist ein sehr wichtiger Teil. Aber das Altersheim ist außer Diskussion, das ist für unsere Gemeinde sehr, sehr wichtig. Das Land unterstützte das Projekt unter anderem mit einem Wohnbauförderungsdarlehen und Mitteln aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Ich denke, das Land Tirol und die Tiroler Gemeinden nehmen da viel Geld in die Hand, um unserer Bevölkerung gute Strukturen zu ermöglichen, wie hier in Wattens. Und da in Wattens, was also die Errichtung des Gebäudes betrifft, hat ja das Land Tirol auch mit Geld unterstützt. Einerseits aus dem Bereich Pflege, andererseits aus dem Bereich der Gemeindeausgleichsmittel und der Wohnbauförderung. Ist auch gut so. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die Pflege gut aufstellen, weil wir natürlich auch wissen, dass wir auch mehr pflegebedürftige Personen die nächsten Jahre haben. In allen Tiroler Gemeinden, auch in Wattens. Und ich denke, Pflege ist Zukunft, Pflege ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das Land Tirol und alle Tiroler Gemeinden stellen sich da gut auf. Die Finanzierung der Tagesbetreuung, des betreuten Wohnen und der Tiefgarage trägt zur Gänze die Marktgemeinde Wattens. Bei einem europaweiten Architektenwettbewerb entschied man sich für ein modernes, offenes Stubenmodell des Innsbrucker Architektenbüro Scharmer und Wornig.
Die Vielfalt an Nischen und Aufenthaltszonen lässt abwechslungsreiche Rundgänge zu und unterstützt die Gestaltung der Tagesabläufe. Grundlegend würde ich es als sehr positiv erachten, weil es einfach ein freundliches Bild macht, das was wir auch in unserer Vision gehabt haben, dass jeder willkommen ist, dass es ein offenes Haus ist, wo jeder hereinkommen darf. Nur gibt es natürlich auch Räume, die was jetzt für Beratungen genutzt werden, systemische Psychotherapie oder Familientherapie. Da wollen wir schon schauen, dass da jetzt die Büroräumlichkeiten zum Beispiel einfach auch ein bisschen intimer gestaltet werden, wo eine Abdunklung möglich ist oder auch ein Sichtschutz möglich ist, dass eben auch das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und Schutz auch entsteht. Jetzt bin ich hier drinnen eigentlich überwältigt, weil der Bau ist so schön geworden, dass ich glaube, dass wir auch unsere Vision, die wir haben, dass sich die Menschen einfach auch, wenn sie alt werden und sterben müssen, noch wohlfühlen können und dass das nicht unbedingt was Negatives sein muss. Das können wir hier schon umsetzen in dem wunderschönen Gebäude, da bin ich mir sicher. Also im Haus sind jetzt mehrere Organisationen untergebracht. Das heißt, angefangen von der Hauskrankenpflege zur Entlastung pflegender Angehöriger, die was mobile Unterstützung zu Hause leisten, dann die Tagesbetreuung, die was mit 1. Dezember neu startet, die 8 betreuten Wohneinheiten, die es erstmalig in Wattens gibt, wo Bewohner ab 60 einfach eine barrierefreie Wohnung finden und eingebunden in das Konzept vom Haus am Kirchfeld sind und immer jemanden da haben. Und die 60 Pflegebetten, wovon 5 Kurzzeitpflegebetten reserviert sind für die Gemeinden oder die Bürgerinnen des Planungsverbandes 20. Also wir vereinen da wirklich alle Bereiche, was die Pflege so momentan abdecken kann. Westlich des Hauses entstand auf über 10.000 Quadratmetern ein Naturpark, der nicht nur den Bewohnern, sondern auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen soll. Fazit: Mit dem größten Bauprojekt der Marktgemeinde Wattens wurden 16,6 Millionen Euro in die Zukunft der Pflege investiert. Landesrat Bernhard Tilk meint dazu: Ein besonderer Tag für die Pflege, ein besonderer Tag für Wattens.